Derby-Time im Eilenried-Stadion. Am vierten Spieltag der Regionalliga Nord empfängt Hannover 96 zweite Mannschaft den TSV Havelse. Der Tabellensiebte empfängt also den Tabellenelften. Die 450 Zuschauer können sich auf ein mitreißendes Nachbarschaftsduell gefasst machen. So viel können wir schon mal spoilern, aber beginnen wir doch mal ganz von vorne. Anstoß, TSV Havelse sind in den schwarzen Trikots von links nach rechts und die erwischen den besseren Start. Ihr seht schon Zeitraffer, das heißt, es wird etwas passieren. Wir sind immer noch in der ersten Minute, Hereingabe Florian Riedel, Kopfball Julius Langfeld und schon steht es 1:0. Traumstart für die Gäste, das 1:0, bevor Hannover 96 überhaupt ein einziges Mal am Ball ist. Julius Langfeld mit seinem zweiten Saisontor. Die Gastgeber brauchen jetzt also natürlich eine Antwort und Achtung, das ist kein Zeitraffer. Monju Mumulu, der ist einfach so schnell gegen die komplette Havelse-Defensive und dann um ein Haar auch zum 1:1, aber er kommt nicht vorbei an Schlussmann Antonio Brandt. Weiter geht's, dann wieder etwas zu sehen von Havelse. Es entwickelt sich ein Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Mika Stuhlmacher, der Sechser, macht das hier richtig gut. Und bedient Torben Engelking, der aber nicht das 2:0 erhöht. Dann wieder Hannover, Monju Mumulu, der macht richtig Druck, wenn es gefährlich wird. Dann über ihn wieder kein Vorbeikommen an Antonio Brandt. Und so kommt es, dass der eine Treffer aus der ersten Minute reicht für die 1:0 Halbzeitführung für den TSV Havelse. Reinen Durchgang 2 und wieder erwischt Havelse den besseren Start. Denn wieder mit der ersten nennenswerten Szene fällt direkt der Treffer. Eckball getreten von Dennis Čiček und dann ist es Sechser Yannick Oltrogge, der im ersten Versuch mit dem Knie noch scheitert, es dann mit dem linken Fuß aber besser macht. Erstes Saisontor für den 28-Jährigen. Der TSV Havelse also mit einer komfortablen Führung nach 53 Minuten, aber wir wissen alle, das 2:0, das ist das gefährlichste Ergebnis. Hier erstmal Hereingabe von Mumulu an Freund und Feind vorbei, aber wenige Minuten später sollte es nochmal ein wenig gefährlicher werden. Wieder ist es Mumulu gegen ein, gegen zwei, gegen drei Verteidiger und vor allen Dingen rein ins Glück. 59. Minute, Monju Mumulu belohnt sich für ein klasse Spiel und kommt hier auch erstmals vorbei am eigentlich so stark parierenden Schlussmann Antonio Brandt. Nur noch 1:2. Weiter geht's, Hannover jetzt am Drücker, 10 Minuten später dieser wunderschöne Ausgleich. Kapitän Lars Gindorf fasst sich einfach mal ein Herz und nagelt diesen Freistoß unhaltbar links in den Winkel. Viertes Saisontor und auf einmal ist hier alles wieder offen. Und das Momentum, das muss ich euch nicht erzählen, das ist jetzt natürlich bei Hannover 96 Mumulu. Und dann dieser Fehler von Schlussmann Antonio Brandt und das ist tatsächlich das 3:2. Das gibt's doch gar nicht. Brandt macht so ein Riesenspiel und dann dieser folgenschwere Fehler. Kommt aus seinem Kasten und bedient quasi Lars Gindorf, der sich nicht zweimal bitten lässt aus der Distanz zum 3:2. Binnen 12 Minuten dreht Hannover diese Partie. Und Hannover will das Ding jetzt auch unbedingt zumachen. Wenige Minuten später die nächste Gelegenheit. Mumulu mit diesem unsauberen Zuspiel auf den eingewechselten Stepanzev. Weiter geht's, Mumulu, der hat heute richtig, richtig Bock, der macht der Verteidigung ordentlich Probleme. Nächste Gelegenheit, wieder klasse gemacht, drei Verteidiger auf sich gezogen und rübergelegt auf seinen Kapitän, auf Gindorf. Aber auch der verpasst die Entscheidung. Und so kommt es, dass kurz vor Schluss der TSV Havelse tatsächlich nochmal seine Chancen hat. Erst mit diesem Freistoß vom eingewechselten Niki Guguatze, der ordentlich Druck gemacht hat und auch wenige Minuten später ist es wieder Guguatze mit der nächsten Gelegenheit, aber auch diese geht knapp am Kasten vorbei und das war's dann auch. Am Ende gewinnt Hannover 96 nach 0:2 Rückstand tatsächlich noch mit 3:2. Aber wenn man nach 20 Sekunden 1:0 zurückliegt, ist das natürlich schon nicht gerade das, was man sich als Trainer und auch die Spieler sicherlich auf dem Platz nicht gewünscht haben. Da haben wir lange gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Ja, und dann gerade nach dem 2:0, dass wir da nochmal zurückkommen, spricht einfach für die Jungs, freut mich, weil wir in den letzten Wochen viel darüber geredet haben, dass wir einfach zum guten Fußballspiel gehört, auch Emotionen und Mentalität dazu, dass wir das heute so grandios gezeigt haben in der zweiten Halbzeit und das Spiel noch gedreht haben zu unseren Gunsten, ist natürlich ganz stark. Also sicherlich waren wir einfach deutlich motivierter,
weil es ein Derby ist, aber auch, weil wir uns erinnern an das Spiel, was wir im Februar in Havelse gespielt haben, was einfach, denke ich, fast mit das schlechteste Spiel im letzten Jahr gewesen ist. Und wir wollen es auf alle Fälle deutlich besser machen und die 3 Punkte hier behalten und zeigen, wer mehr Herz hat. Und am Ende, denke ich, haben wir es heute bewiesen.